Herzlich willkommen im neuen Video von Venue. In diesem Video geht es um das Dämmen des Daches. Ihr habt uns ganz oft die Frage gestellt, wie ihr da richtig mit den Sicken umgehen sollt. Und da gibt es zwei Varianten, die wir jetzt beide einfach mal ausprobieren. Bei der ersten Variante werden wir die Sicken ausmessen und auffüllen mit Kautschuk. Und bei der zweiten Variante werden wir einfach eine Kautschukplatte über die Sicken kleben und quasi in die Sicken kleben. Egal für welche Variante ihr euch entscheidet, das Wichtigste ist immer, dass die Oberflächen sauber und fettfrei sind und dafür benutzt ihr am besten den Venue Spezialreiniger. Wenn die Oberfläche nun vernünftig gereinigt ist und fettfrei ist, geht es im nächsten Schritt ans Messen. Dazu messen wir erst einmal die Sickenhöhe und die Sickenbreite aus. Das hier gezeigte Dachblech ist von einem Fiat Ducato Baujahr 2015, der hat eine Sickenhöhe von 7 mm, also nehme ich zum Füllen der Sicken das Venue Insulate 6 mm. Die Streifen habe ich zugeschnitten und direkt mal geguckt, ob die in die Sicken passen. Passt alles, das heißt im nächsten Schritt können die verklebt werden. Wer schon ein paar von unseren Videos gesehen hat, der kennt das Spiel. Am besten lassen sich die Kautschukplatten verkleben, wenn ihr an einer Seite anfangt und dann quasi langsam in die andere Richtung arbeitet. Sprich, ihr klebt das links auf und streicht dann von links langsam nach rechts. So kriegt ihr die besten Ergebnisse. So, gucken wir uns das Ganze erstmal so im Schnitt an, dann sehen wir auch, dass wir 6 mm Kautschukhöhe haben und 7 mm Sickenhöhe. Das ist an sich überhaupt kein Problem. So, und als nächstes schneiden wir die 19 mm Venue-Platte zu und kleben diese dann in Anschluss drauf. So, betrachtet man das Dach jetzt mal im Schnitt, sieht man hier ganz klar einen Vorteil und einen Nachteil. Vorteilhaft an dieser Art der Verklebung ist, dass das Material unter keiner Spannung steht. Sprich, wenn wir das um die engen Radien biegen, haben wir immer eine gewisse Spannung im Material. Die ist bei dieser Art und Weise der Verklebung nicht vorhanden. Der Nachteil hierbei sind ganz klar die Hohlräume, die ihr rechts und links in der Sicke seht. Solltest du dich für diese Variante entscheiden, achte darauf, dass die Enden luftdicht verschlossen werden. Hierfür eignet sich zum Beispiel das Venue Tape sehr gut. So, im nächsten Schritt kommen wir einmal zu der, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Methode, wie sie, glaube ich, 99% der Leute machen. So, und wie ihr hier seht, arbeite ich auch wieder mit meiner Standardtechnik. Dabei arbeite ich mich Stück für Stück vor, indem ich immer ein Stück der Folie abziehe und dann mit viel Druck das Dämmmaterial in die letzte Ritze der Sicke drücke. Ich lege hier wirklich Wert darauf, Stück für Stück zu arbeiten, so dass ich die Sicken halt richtig ausformen kann, um halt die perfekte Haftung im Endeffekt zu gewährleisten. So, und wenn man sich das Ergebnis mal im Schnitt anguckt, dann sieht man, wie perfekt sich das Venue Insulate Sheet an die Kontur der Karosserie angepasst hat. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist das Material zu 100% mit dem Blech verklebt. Es gibt also keine Lücke, in die Luft, Wasser oder Wasserdampf eindringen könnte. Was man bei dieser Variante aber sehr gut erkennen kann, ist, dass gerade unten in den Ecken der Sicke eine gewisse Zugspannung herrscht. Wenn ihr aber vernünftig reinigt und entfettet, ist das überhaupt gar kein Problem für das Venue Insulate. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich immer diese Variante empfehle. Es kommt ganz selten vor, dass mal Sicken so aussehen oder so scharfe Radien haben, dass ich die erste Variante empfehle. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du auch meiner Meinung bist oder ob du eher teamspannungsfrei verkleben bist. Falls du noch Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Du kannst uns aber auch anrufen oder uns eine WhatsApp schicken. Wir helfen dir gerne, die perfekte Lösung für dein Van zu finden.